Meine Damen und Herren, im Hinblick auf den Vorwurf von Herrn Mier, die Versammlungsbehörde im Landratsamt hätte eine für Sonntag geplante Kundgebung von Asylgegnern vor dem Haus von Herrn Mier nicht genehmigen dürfen, möchte ich Folgendes erklären. Eine solche Genehmigung ist nie erteilt worden. Sie ist auch nicht zu erteilen nach dem Versammlungsrecht. Vielmehr ging es um die Frage, ob die Versammlungsbehörde eine Kundgebung auf der Straße vor dem Haus von Herrn Mier verbieten kann. Aufgrund des Umstandes, dass in der Bortschützer Kirche und im Gemeinderaum ein Friedensgebet stattfinden sollte und dann auch stattgefunden hat, hatte die Versammlungsbehörde bereits am Freitagmorgen gegenüber dem Anmelder mündlich verfügt, die Bortschützer Straße nicht zu nutzen. Am Freitagnachmittag war hierzu noch einmal eine Beratung der Versammlungsbehörde, der Leiterin des Polizeireviers Burgenlandkreis, der Kriminalpolizei und des Rechtsamtes des Burgenlandkreises durch mich anberaumt wurden und auch der Anwalt von Herrn Mirth war zu dieser Beratung fernmündlich zugeschaltet. Dabei war die schwierige Rechtsfrage zu lösen, ob im Angesicht des hohen Gutes der Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit die Kundgebung an dieser Stelle im Hinblick auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Familie Mirth endgültig untersagt werden. Noch bevor dazu eine abschließende Entscheidung getroffen werden konnte, trat der Ortsbürgermeister zurück, also das platzte sozusagen in diese Beratung hinein. Und darauf wurde dann im Einvernehmen mit dem Anmelder der Demonstration erreicht, dass die Demonstration einen anderen Verlauf nahm. Ich kann aufgrund dieses Vorgangs schwerwiegende Verfahrensfehler der Versammlungsbehörde nicht erkennen. Sein Rücktritt kommt im Hinblick auf die Entscheidung, die wir heute im Kreistag zu treffen haben, also zur Unterbringung von bis zu 40 Asylbewerbern, insofern zur Unzeit, und er wird auch eine Lücke reißen, die dann nur schwer zu schließen sein wird. Auch wenn ich seine persönliche Situation gut verstehen kann, ich habe auch 3 Kinder, auch eine Familie, dürfen wir nicht zulassen, dass Fremdenfeindlichkeit und Hass auf Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge die Oberhand gewinnen. Und ich fand es auch gut, dass mehrere Kreisräte deshalb am gestrigen Friedensgebet in Krötwitz teilgenommen haben. Und das, und wie wir da zusammengestanden haben, das war zumindest ein ermutigendes Zeichen. Das Landratsamt bereitet seit mehreren Monaten die heutige Kreistagsentscheidung zur Unterbringung von 40 Asylbewerbern in Krötwitz vor. Wir haben dazu zahlreiche Abstimmungsgespräche geführt. Der Gemeinderat wurde unterrichtet, der Bürgermeister sowieso, der Ortschaftsrat ebenfalls. Ich habe zudem Einwohner von Krötwitz, Herr Pampel war auch mit dabei, die der Aufnahme von Asylbewerbern durchaus kritisch gegenüberstehen, bereits im Februar zu einem Gespräch geladen, um gemeinsam über Ängste und Bedenken zu reden und Aufklärung über die Rahmenbedingungen zu leisten. Im Falle einer Zustimmung des Kreistages zur Anmietung von Wohnungen in Krötwitz werde ich dann auch zu einer Einwohnerversammlung einladen, so wie das in Eckertsberger und auch in Hohenmölzen war. Und falls der Kreistag zustimmt, wird diese Einwohnerversammlung am 31. März 2015 stattfinden, um allen Einwohnern die Chance zu geben, ihre Fragen zu stellen, die die Unterbringung betreffen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht in Eckertsberger und in Hohenmölzen bei solchen Veranstaltungen.